Antrittsbesuch. Die neue Justizministerin Eva Kühne-Hörmann war heute im Oberlandesgericht Frankfurt zu Gast. Bei dem Zusammentreffen mit dem OLG-Präsident Roman Posek ging es um die aktuellen Themen der hessischen Justiz. Angesichts der zwei Mordfälle im Landgericht Frankfurt vor knapp zwei Wochen stand das Thema Sicherheit an erster Stelle. Wir werden jetzt eine Arbeitsgruppe einrichten, die mit Beteiligten des Landeskriminalamtes, dem Präsidenten des Oberlandesgerichts, Vertretern der Polizei und des Ministeriums sowie der Landgerichtspräsidenten und darüber reden, was kann man eigentlich im Detail noch mehr tun. Und da wird es unter anderem auch darum gehen, sich anzusehen, wie mit Videoüberwachung umgegangen wird. Die Sicherheitskonzepte sollen für 73 hessische Gerichte erstellt werden. Weitere Themen, die die neue Justizministerin Eva Kühne-Hörmann angehen will: elektronische Aktenführung in der Gerichtsbarkeit, Personalfragen oder das Opferzeugenschutzprogramm. Das Oberlandesgericht Frankfurt ist das drittgrößte Oberlandesgericht der Bundesrepublik und die höchste Instanz der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Hessen.